Hallo lieber Eddie, willkommen bei uns hier im WM-Studio. Wir sind live dabei und haben hier unser eigenes Stadion aufgebaut, direkt in Katar, in Riedstadt. Aber gar kein Spiel. Und hier im Prinzip läuft bei uns rund um die Uhr ein 100N9G ja. Mit einer D12-Leinwand hier als Hubpin. Und das ist doch schon mal was ganz Ordentliches, oder? Auf jeden Fall. Ist das Bild ist doch wirklich gut. Ja. Das ist jetzt hier so der offizielle Hisense-Stand. Ja, ganz genau. Hisense ist ja tatsächlich der Hauptsponsor. Oder? Also zumindest man sieht das ja, diese ganzen Uhren, die alles machen auch tatsächlich für Laser-TV auf den Banden Werbung. Spenden da richtig viel Geld hin. Genau. Aber zurück, ja, ist schon sehr imposant. Das ist ja ein echter RGB-Laser. Das heißt, der kann wirklich extrem intensive Farben bei gleichzeitig hoher Lichtleistung und mit dem passenden Screen, der ja bei Hisense dabei ist, direkt ab Werk, hat man schon eine optimale Performance. Und liebe Heimkino-Freunde, so lange wie das Ganze hier noch bei uns aufgebaut ist, das solltet ihr nicht verpassen und ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen. Okay. Und könnt euch hier hinsetzen, ihr könnt hier Platz nehmen und du kannst schon mal den Schal anziehen. Ja gut, Deutschland ist ja nicht mehr dabei. Ne? Was ist denn dein Tipp, wer wird denn Weltmeister? Ich weiß es nicht. Brasilien, Argentinien, Frankreich. Wahrscheinlich Frankreich, ne? Obwohl ich denen nicht ohne Glauben drücke. Ja, die Spanier sind ja schon Weltmeister. Spanien ist ja gegen Marokko ausgeschieden, du darfst ja nochmal halten. Ich darf ihn nochmal halten, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz wird es ja immer noch spannend bleiben. Ja, jetzt kommen ja erst die spannenden Spiele. Ne? Genau. Also jetzt und kommen die ganzen Top-Mannschaften. Also liebe Heimkino-Fans und liebe Fußballfans natürlich unter euch, hier Platz zu nehmen, das macht richtig Spaß. Und das Ganze hier in 4K zu erleben, ja. Pixelgenau und pixelgetreu, was da so passiert während der WM. Dazu, wie gesagt, möchte ich auch sagen. Also Laser-TV ist für Fußballspiele wirklich super. Ich habe die letzten Tage auch mal der ein oder andere mir mit dem Laser-TV angeguckt. Das ist schon gerade genau. In 4K. Man kann sich schön nah ransetzen, man erkennt die ganzen Spielernummern endlich mal und alles. Und das ist schon sehr imposant. Und wer sich dann in das Ganze sag ich jetzt mal, verliebt, der kann sogar bei uns so ein Projektor mit Leinwand sofort mitnehmen. Wenn mit Auto, ohne Sitze, also die Sitze sind leider nicht dabei, aber wir haben also wie gesagt Projektoren genügend am Lager mit, da ist auch schon die Screen dabei, also ich sag jetzt nochmal, was es da gibt. Es gibt da ja, es gibt ja verschiedene Screens. 100L9G. D12 mit der Fresnel-Leinwand. Fresnel ist so ein spezielles Verfahren, das ist noch heller, noch kontrastreicher. Das bündelt das Licht noch besser Richtung Zuschauer. Und dann haben wir aber noch den 120L9G mit der A12, das ist die CLR-Leinwand. CLR hat den Vorteil, hat einen breiteren Sichtwinkel und 120 Zoll ist natürlich nochmal deutlich größer. Genau. Dann also wie noch gesagt, und wie gesagt, wenn das Herz dabei ist, jeder Fußballfan ist recht herzlich hier eingeladen und vielleicht vorher mal kurz anrufen bei uns und ein Ticket reservieren und schon kann es losgehen. Bis dahin, vielen Dank und wir fahren dann noch weiter fort. Wir haben ja noch hier ein kleines Review im Genau, Kino. Wir drehen noch weitere Videos für euch. Und da sind wir jetzt gerade dran und gleich geht's weiter. Tschüss. Tschüss. Das ist super.